Es ist jetzt offensichtlich, dass Deutschland einer der größten Unterstützer auch militärischer Art für die Ukraine ist. Da sind viel mehr Dinge geliefert worden, als zuerst diskutiert wurde. Und ich sage Ihnen auch, in der Bundesregierung wird jeden Tag überprüft, was man aus den Beständen der Bundeswehr noch liefern kann. Aber wir haben eben jetzt auch Entscheidungen, dass die Bundesregierung Geld in die Hand nimmt, auch die Europäische Union Geld in die Hand nimmt, um weitere Waffen für die Ukraine zu kaufen.